Hunderte Krüge und Amphoren stehen nahezu unversehrt in Reih und Glied an Bord eines Schiffes. Dabei ist das antike römische Frachtschiff vor mehr als 2000 Jahren gesunken. Forscher haben es jetzt in rund 160 Metern Tiefe im Mittelmeer nahe der Stadt Civitavecchia entdeckt. Die Länge des Frachters wird auf mehr als 20 Meter geschätzt. Er soll aus dem 1. oder 2. Jahrhundert vor Christi stammen. Gefunden wurde das Wrack offenbar schon im Mai. Die Bilder hat die für das kulturelle Erbe zuständige Abteilung der italienischen Carabinieri aber erst jetzt veröffentlicht. Das Schiff liegt auf sandigem Meeresgrund rund 80 Kilometer nordwestlich von Rom. Seine Entdeckung zeigt beispielhaft, welche Bedeutung Rom als Handelsstadt schon in der Antike besitzt und wie Seewege zu der Zeit genutzt werden.